Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Unilever. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Basiskonsumgüterbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,5%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus England und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 124 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 0,97 auf 1,75 Euro je Aktie und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier insgesamt ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 47% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Einbruch mehr erlitten als damals. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium, wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 52% zugelegt und das liegt gerade noch in einem guten Bereich, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier knapp noch einen halben Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bei 68%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 32% und auch das liegt in einem guten Bereich meiner Meinung nach. Damit gibt es hier von mir wieder einen halben Punkt. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Und in 2021 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 1,99 britische Pfund und der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 2,55 britische Pfund je Aktie. Allerdings für die Zukunft erwarten die Analysten momentan einen Rückgang wieder auf 2,1 britische Pfund je Aktie. Also so zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten für das Jahr 2023 und deshalb vergebe ich hier keinen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2023 liegt momentan bei 20 und damit unterhalb der 30er Marke. Damit vergebe ich hier nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Unilever in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 4,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Sicherheitscheck. Und hier landet Unilever momentan mit den 4,5 erreichten Punkten hier auf dem 6. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die abgeschlossenen Jahresranglisten zum Sicherheitscheck für die vergangenen beiden Jahre, die könnt ihr hier direkt oberhalb dieser aktuellen Rangliste über diesen Link hier abrufen. Und auf die Seite, wo ihr seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und ihr seht immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Ende März 2023. Und dann haben wir noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier erkennen, dass aktuell der Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war's dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.